Pull-up for go-down. Was meine ich damit, erzähle ich dir jetzt. Mein Name ist Mona Abinger, abonniere am besten gleich den Kanal, wenn du immer wieder auf der Suche nach Wissenswerten oder Tutorials zum Thema Pole Dance bist. Körperspannung ist ein Stichwort, wenn ich sage Pull-up for Slide-Down. Ganz, ganz oft sehe ich das in den Stunden, dass die Leute sich an die Stange hängen, runterrutschen, völlig spannungsfrei, in die Schultern hineinhängen und das geht so gar nicht. Wenn wir an der Stange arbeiten, mit der Stange arbeiten, soll immer Grundspannung vorhanden sein, nämlich von der Haarspitze bis in die kleine Zehe. Das bedeutet, in welcher Position auch immer deine Arme sind. Sind sie kurz, sind sie lang, wie auch immer sie sind. Die erste Aktion, bevor du tief gehst, auch bevor du hoch gehst, ist, dass du die Schulterblätter tief Richtung Gesäß und zur Mitte Richtung Wirbelsäule zusammenziehst, dich zuerst 1-2 cm hochziehst und dann erst der Weg nach unten geht. So sollte es grundsätzlich immer ausschauen und so solltest du immer die Stange hinunterkommen oder hochkommen. Auch wenn du zum Beispiel dich in einen Seat setzt, Schulterblätter tief ziehen, zusammen Richtung Wirbelsäule und tief Richtung Gesäß. Zuerst 1-2 cm hoch und dann kommt erst die nächste Aktion. So viel dazu. Pull up vor Slide down, pull up, bevor du irgendwo anders höher gehst, pull up, bevor du in einen Invert gehst, pull up ist immer ein Stichwort. Das heißt, ziehen, 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 Schulterblätter zusammen Richtung Wirbelsäule und tief Richtung Gesäß, fixier deine Schulterblätter und dann geht die spannende Arbeit los. Danke fürs Zuschauen, abonniere den Kanal für weitere Videos. Bussi Baba.